Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Pickepal von mir. Heute geht es darum, wo transformierst du hin? Was sollst du über deine Zeit, die du jetzt gerade durchmachst, wissen? Oder wo steuerst du drauf zu? Was wandelt sich gerade? Manchmal steckt man ja fest oder manchmal weiß man nicht, geht man in die richtige Richtung, entwickelt sich das in die richtige Richtung? Du bekommst hier deine Bestätigung, deine Hinweise, ein paar Ratschläge und Tipps. Du hast die Wahl zwischen vier verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir den Fuchsseed, falls er fokussieren will. Ja. Pile Nummer 2 haben wir ein Rumsen im Hintergrund, sind die Katzen, den Mondstein oder einen Mondstein. Pile Nummer 3 haben wir ein Kalzit. Und Pile Nummer 4 haben wir den Dumotorit. Ich packe wie immer die Timestamps in die Infobox, gebe euch noch die Auswahlmeditation und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pile wieder. Bis gleich! Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Fuchsseed gewählt und wir schauen mal, wo du hin transformierst, was gerade bei dir los ist, was passiert. Okay. Du wirst gerade dein bester Freund, also das kann man schon mal sagen. Du wirst dein bester Freund, du passt auf dich auf, du achtest auf dich, du rennst nicht vor irgendwas weg, du kümmerst dich, du bist dir gegenüber sehr treu. Du bist generell jemand, der sich zu einem guten Freund oder guten Menschen, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, hey Mimi, entwickelt. Ich habe das Gefühl, du übernimmst Verantwortung, Mosi. Zurzeit habt ihr das auch mit euren Katzen, die Haaren. Und ich habe ja so weiße Katzen, die verlieren überall ihre Haare. Also jetzt ist wieder extremes Putzen angesagt, aber ja. Wo waren wir? Genau, du entwickelst dich zu jemandem, der sehr sich selbst gegenüber treu. Ich glaube, du warst anderen Menschen gegenüber schon immer treu und loyal. Du bist eigentlich jemand, der ein guter Freund ist. Aber vielleicht warst du dir selbst gegenüber nicht immer der beste Freund und hast nicht immer auf dich gehört, nicht immer auf dich geachtet. Aber ich habe das Gefühl, jetzt bist du an einem Punkt, wo du definitiv diese Dinge tust und mehr auf dich aufpasst. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, du organisierst dein Leben mehr. Also du entwickelst dich zu jemandem, der seine Sachen in den Griff bekommt, der seine Kalkulationen in den Griff bekommt, seine Finanzen, seine Ernährung, seine Gesundheit, also soweit wie es halt geht, ich glaube auch seine mentale Gesundheit. Ich habe das Gefühl, dass so das Gesamtpaket, da kümmerst du dich drum und du rennst nicht vor irgendwas weg und du bist sehr engagiert, habe ich das Gefühl. Interessant, ich sage ja, diese Beziehung zu dir, die Beziehung zu anderen Menschen, wenn wir zu der Beziehung zu uns selbst im Gleichgewicht sind, können wir auch Beziehungen zu anderen Menschen führen, wenn wir das möchten. Wir treffen gute Entscheidungen, wir treffen eine gute Wahl, wir rennen nicht immer in die Hände von toxischen Personen. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ein Gleichgewicht entsteht. Du entwickelst dich zu jemandem, der Harmonie in sich selbst findet. Dazu gehört allerdings, dass du eben Dinge auch loslässt. Ne? Das ist in deinem Transformationsprozess, wirst du alles wegschießen, was irgendwie nicht in dein Leben gehört, was keine Funktion mehr hat. Das ist natürlich ein Prozess, das dauert ein bisschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das etwas ist, was dir gut tut, was dir vielleicht auch Spaß macht und wo du auch sehr viel lernst. Also du wirst dich nicht verbiegen oder irgendwas, sondern ich habe das Gefühl, immer wenn du eine neue Erkenntnis hast, immer wenn du das Gefühl hast,
das passt nicht mehr zu mir, das will ich nicht mehr sein, so will ich nicht mehr denken, so will ich nicht mehr durchs Leben gehen, dann löst du das und trennst dich von der Situation, der Sache, den Gedanken, Strukturen. Du findest einfach einen Weg zu dir selbst. Ja, das ist es. Du reifst gerade. Also du reifst gerade richtig schön ran. Und du merkst auch, du willst nie wieder eine Marionette für irgendjemanden sein, nie wieder die Fäden aus der Hand geben und für andere machen und tun und denken und fühlen, was die wollen, sondern du weißt, es geht jetzt um dich. Es geht jetzt um dich, wie es dir geht. Du hast jetzt gelernt, dass der Fokus mehr auf dir und was du fühlst und wo du hin möchtest liegen sollte und weniger auf den anderen. Und dass das sehr wichtig ist und dass es auch wichtig ist, das wichtig zu nehmen. Wie gesagt, das kann ein Thema sein, ne? Partnerschaft, dass du dich auch hinentwickelst zu einer Partnerschaft, die wirklich gut für dich ist. Vielleicht kommst du aus Partnerschaften, die immer sehr toxisch waren, die ja nicht so erfüllt waren, beziehungsweise die sich in toxische Richtung entwickelt haben. Vielleicht hast du auch gemerkt, du hast dich in Partnerschaften immer irgendwo angepasst, verstellt, warst nicht wirklich du, hast nicht wirklich du sein können, hast dich, das neigt man manchmal dazu. Wenn man jemanden mag, versucht man dem zu gefallen oder man versucht sich irgendwie anzupassen, ein bestimmtes Rollenbild zu erfüllen. Und ich habe das Gefühl, das hört auf. Du bist wirklich du und auch, du entwickelst dich zu jemanden hin, jetzt geht's aber los im Hintergrund, der wirklich sich selbst gegenüber treu ist. Da war sie weg, weil im Hintergrund hier gerade Rassebus hier gemacht wird. Das ist es vielleicht auch, du akzeptierst, dass du mehr auf dich achten musst, als andere Menschen vielleicht auf sich achten müssen, dass du anders funktionierst, dass du vielleicht auch mehr Ruhe brauchst, mehr Klarheit und dass du absolut auch jemand bist, der gar nicht auf Spielchen steht und der auch Spielchen komplett aus seinem Leben rauskatapultiert. Vielleicht lernst du auch zu akzeptieren, dass man manchmal auch Dinge ändern muss. Manchmal will man das nicht, auch gerade was die Gesundheit angeht, will man manchmal nicht auf verschiedene Dinge vielleicht verzichten oder ja, eine bestimmte Art und Weise zu leben nicht führen, weil man, das Ego will das halt nicht. Ne? Man will manchmal sich nicht einschränken oder Dinge verändern. Aber ich habe das Gefühl, du bist in so einem Prozess, wo du das akzeptierst, wo du akzeptierst, dass wenn was nicht zu dir gehört, wenn was nicht dir gut tut, wenn was nicht zu dir passt, egal in welcher Hinsicht, dass du sagst, okay, ich akzeptiere das jetzt einfach, auch wenn es schmerzhaft ist und dass du weiterziehst und weitergehst. Das ist es vielleicht auch. Du hast auf jeden Fall, was Partnerschaft angeht oder was ne, so die Außenwelt angeht, eine gewisse Unruhe. Ich glaube, die wird auch noch eine Weile sein. Die gehört dazu, weil wenn man gerade transformiert und sich verändert, dann ist immer drin alles aufgewühlt und ein bisschen ja, anders. Und da sollst du dir auf jeden Fall keinen Kopf drüber machen. Du sollst Spaß haben in der Zeit. In der ganzen Transformationszeit sollst du Spaß haben. Hab keine Angst vor dem, was passiert. Hab keine Angst vor Veränderung. Hab keine Angst davor, wenn es mal nicht so gut läuft. Das gehört alles zum Entwicklungsprozess dazu. Und das ist auch ganz wichtig. Gib dir bitte nicht die Schuld an irgendwas. Wenn eine Beziehung auseinandergeht, trägt man vielleicht ein Teil mit dazu bei. Aber es gibt auch Beziehungen, wo du dein Bestes gibst. Und vielleicht der einzige Teil ist, dass du nicht ehrlich mit dir selbst warst oder dass du über alles hinweggeschaut hast oder dass du gemerkt hast, hier stimmt was nicht, aber du hast es ignoriert aus was auch immer für Gründen. Das ist höchstens die Schuld, die du mitträgst, dass du nicht ehrlich zu dir selbst warst und vielleicht auch schon gespürt hast, dass irgendwas hier nicht läuft und vielleicht auch in Anführungsstrichen nicht mutig genug warst, da was zu ändern oder beziehungsweise zu lösen, zu gehen, weil aus einer Beziehung zu gehen, egal in welcher Form, ob das jetzt Partnerschaft, Freundschaft, Familie, kann auch eine Partnerschaft in einer beruflichen Partnerschaft sein. Traut man sich manchmal nicht zu gehen, weil man nicht weiß, was kommt. Man weiß nicht, wo die Zukunft hingeht, man weiß nicht, wie sich was entwickelt, also hält man an Altem fest, selbst wenn man merkt, es läuft eigentlich schon gar nicht mehr. Und ja, das ist vielleicht eine Schuld, die man mitträgt, aber gib dir nicht so eine Bürde oder leg dir nicht so eine Bürde auf, sei nicht so heavy on you, also ne, gib dir nicht so schwere Steinklötze in irgendeiner Form, auch wenn du dich zum Beispiel familiär, wenn du merkst, das funktioniert nicht oder so, gib dir nicht so diese Schuld, weil oft gibt es dann Menschen, die dann immer sagen, ja, du bist schuld, dass die Familie kaputt gegangen ist oder du bist schuld, dass das jetzt alles so läuft, wie es läuft. Es gibt einen Grund, warum du nicht möchtest. Es gibt einen Grund, warum du mit jemandem nicht kannst. Es gibt einen Grund, warum es nicht läuft. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern das hat was mit Erkenntnis zu tun. Und sehr oft sagen Menschen, dass man schuld an etwas ist, wenn man sich findet, wenn man gerade Grenzen setzt, wenn man sich gerade kennenlernt, wenn man gerade mitkriegt, boah, das tut mir nicht gut, kommen Leute und sagen, ja, du bist schuld, obwohl Schuld absolut gerade kein Thema in dieser Situation ist, weil Schuld gerade überhaupt nicht hier eine Rolle spielt, sondern es hat eher was mit
Verantwortung übernehmen zu tun. Man übernimmt Verantwortung für sich selbst, für das, was man möchte. Und dann handelt man danach. Und das hat nichts mit irgendeiner Schuld zu tun. Und wenn natürlich du mit Menschen zu tun hast, die ihr Glück abhängig von anderen machen, ob sie mit jemandem zusammen sind, ob jemand da ist, ob jemand für sie da ist, ob jemand was organisiert, ob jemand was finanziert und. Dann natürlich werden sie das als Schuld sehen, weil sie keine Verantwortung übernehmen. Aber das musst du dir nicht annehmen. Ja? Deswegen, du bist jemand, der entwickelt sich gerade in die richtige Richtung, du reifst dran und alles, was du gerade von dir gibst, was du löst, was du entwickelst, was du entstehen lässt, gehört zu dir und lass dir bitte von niemandem das wegnehmen und lass dich bitte auch von niemandem in irgendeine Ecke drängen oder runterziehen oder wie auch immer. Du machst das richtig, du machst das gut, sei gut zu dir, kümmere dich um dich. Und wenn du penibel und gerade auch ein bisschen perfektionistisch bist, weil dazu neigt die Jungfrau, dann gehört das auch gerade dazu. Sei nicht zu perfektionistisch und streng mit dir. Ich weiß, das gehört manchmal zum Prozess dazu, weil das Sicherheit gibt. Aber lerne, dass Sicherheit im Grunde genommen auch im Chaos stecken kann, im Fehler machen und im nicht alles richtig machen, weil das Leben ist nicht perfekt, egal welches. Und du gehörst zu diesem ganzen Prozess dazu und du musst nicht irgendein Stigma erfüllen oder du musst nicht irgendwo reinpassen. Du kannst lernen und durch Lernen, also durch Fehler machen, lernen wir. Und wenn wir keine Fehler machen, können wir nicht lernen, dann bleiben wir stehen. Also erlaube dir auch, nicht immer alles richtig zu machen und erlaube dir auch, aus Dingen zu lernen und es vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen oder daraus Ideen zu gewinnen, wie auch immer. Ja, gib dir auf jeden Fall Raum. So, meine Lieben, das ist jetzt Paar Nummer 1. Falls ihr euch noch zum anderen Paar hingezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, findet ihr es auf meiner Website, verlinkt in der Infobox. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen möchtet, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit. Ja, schaut gern bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, Paar Nummer 2. Ihr habt den Mondstein gewählt. Wir gucken mal, wo ihr hin transformiert, was da bei euch los ist. Okay. Das ist interessant. Ich hätte jetzt sofort gesagt, Scheinwerferlicht, Bühne, Entertainer, Macher, Künstler, jemand, der kreativ unterwegs ist, jemand, der sich auslebt, jemand, der das Rampenlicht sucht, jemand, der sich mehr wichtig nimmt, sich mehr im Mittelpunkt stellt, der auf sich achtet, der sich liebt, der sich wertschätzt. So jemanden, der seine Arbeit auch wertschätzt, der sich auch bewundern lässt, wenn er möchte. Interessant, dass wir hier den Magier haben, der definitiv Licht ins Dunkel bringt, weil wir hier das Licht ins Dunkel. Also du bist jemand, der wird nicht mehr so im Dunkeln tappen, wie du es vielleicht jetzt manchmal tust oder wie es dich manchmal heimsucht, in Anführungsstrichen. Du wirst mehr Erkenntnisse haben, du wirst dich mehr du wirst dich klarer fühlen in der Zukunft, bewusster, du wirst schneller Dinge durchschauen, du wirst dich nicht mehr so an der Nase rumführen lassen. Ich habe das Gefühl, du wirst auch deinen Weg finden, indem du nicht immer jedem alles sagst und gibst, sondern auch deinen eigenen Weg gehst und auch manchmal Dinge für dich behältst. Es gibt zwar immer so dieses, ja, wenn Leute mal sagen, oh, du sagst nicht, wo du was her hast, du bist ein Gatekeeper, man muss im Leben nicht alles irgendjemand auf die Nase drücken. Vor allem die Menschen, die gierig danach fragen und nicht mal einen Finger krumm machen wollen, um irgendwas für sich zu finden, sondern einfach nur von anderen nehmen wollen. Du musst nicht jedem alles geben. Na und dann bist du eben derjenige, der nicht teilt. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder sonst nicht teilst, sondern an der Stelle willst du einfach nicht teilen. Es ist unser gutes Recht, Dinge manchmal nicht zu teilen. Dinge nicht mitzuteilen, Dinge nicht zu sagen, Dinge nicht zu verraten. Wenn du dir Mühe gemacht hast, Dinge für dich rauszufinden, Dinge für dich zu suchen, Dinge für dich zu arbeiten, kreativ zu sein, du musst nicht alles hergeben. Weil sehr oft kommen Menschen einfach nur, klauen die Idee, machen mit deiner Idee weiter und das war's. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo wenig Leute gerne selber investieren wollen und selber rausfinden wollen und selber probieren wollen. Die übernehmen sehr gerne von anderen. Und das heißt nicht, dass man sich nicht inspirieren lassen kann. Aber wenn es dann einfach so Copycat ist, also du klaust einfach die Idee, du übernimmst einfach die Idee, du machst einfach dasselbe wie andere, dann hört es irgendwo auf. Und deswegen, du darfst deine Ideen auch schützen und du darfst auch deine Sachen, die du vielleicht irgendwo her hast, kannst du einfach für dich behalten. Man muss nicht immer alles teilen. Ja. Es ist interessant, dass wir auch hier die Jungfrau reinkriegen, die gerne hilft, die gerne teilt, die gerne unterstützt, die aber dann manchmal eben auch ausgenutzt wird und zu kurz kommt, ja, weil sie eben so viel gibt. Da hat es geknallt im Hintergrund.
Ja, was wollte ich sagen? Ja, die oft ausgenutzt wird, weil sie eben sehr viel Wissen weitergibt. Sie weiß immer sehr viel, sie sammelt sehr viel. Also die Jungfrau steht definitiv für dieses Sammeln, Informationen sammeln, Dinge sammeln, Hobbys. Man könnte sagen, sie ist so in vielerlei Hinsicht halt auch sehr intuitiv wissend und passt da ein bisschen auf. Also ich habe das Gefühl, du kriegst das für dich hin, aber pass ein bisschen auf, dass du eben, nur weil du Dinge weißt, die nicht unbedingt weitergeben musst. Und dass du auch nichts verpasst, wenn du jemandem nichts gibst. Weil das ist manchmal auch das, man denkt immer, man gehört dazu. Ich, in meinem Leben, also das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber in der Schule zum Beispiel wurde ich sehr oft gefragt, ob jemand nicht die Hausaufgaben von mir abschreiben kann oder vielleicht, wenn er neben mir saß, eine Prüfung abschreiben. Und ich habe das mal eine Weile gemacht, weil ich dachte, oh, derjenige, der Arme, er hat es ja jetzt nicht, ich will ja nicht, dass er eine 6 kriegt oder ich will ja nicht, dass er irgendwie Ärger kriegt, bis ich dann mitgekriegt habe, nein, derjenige war einfach nur faul, hatte keinen Bock und ist draußen gewesen und war spielen oder was auch immer unterwegs und will das jetzt einfach nur von mir haben. Und ich habe da Stunden an diesem Mist gesessen, habe mir die Birne voll rauchen lassen, so ungefähr, weil das so anstrengend war und derjenige schreibt es jetzt einfach nur ab. Und da war dann schon irgendwann auch ein Punkt, wo ich dachte, nee, das ist meine Arbeit. Das habe ich für mich rausgesucht. Und nur weil ich es habe, heißt das nicht, dass ich es geben muss. Und das ist so, Grenzen setzen in dem Alter ist manchmal gar nicht so einfach. Weil ja dann oft auch mal von einem Lehrer oder von wem auch immer gesagt wurde, oh, du kannst es doch teilen. Also jetzt nicht bei einer Prüfung, aber ne, irgendwie kannst du auch mal deine Arbeiten irgendwo hingeben. Und ich bin die Letzte, die nicht teilt. Aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal ist man so wie, nee, da habe ich so viel Arbeit reingesteckt, da habe ich stundenlang dran gesessen und du kopierst es einfach nur. Nee. Und dann wird am Ende, zum Beispiel an der Uni ist es ein Riesenproblem, da wird dann gleich Plagiatsvorwurf gemacht, dass du von irgendjemandem was geklaut hast. Also es ist schon gut, seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Worte zu benutzen, seinen eigenen Stil, sein eigenes Design, seine eigenen Entwürfe, sein eigenes. Du bist jemand, der wird sein eigenes entwickeln, wie auch immer das, in welcher Form das auch für dich ist. Und lass das auch schützen. Ja, schützt das auch, wenn das möglich ist. Weil hier geht es nämlich auch um Geld. Das sehe ich auch. Und vielleicht ist jetzt hier jemand und denkt, was soll ich bei mir schützen? Und ich mache ja eigentlich nichts, nichts Kreatives etc. Dann erzähl einfach nicht alles, was du tust und lass Dinge. Nur jetzt als Beispiel, du backst gerne einen Kuchen. Und jemand ist so, oh, ich muss unbedingt dieses Rezept haben. Es gibt so Leute, die sagen dann, oh, ich muss unbedingt dieses Rezept von diesem Nudelsalat haben und unbedingt dieses Rezept von diesem Kuchen haben. Und man ist eigentlich so wie, oh cool, dir schmeckt also dieser Kuchen. Ja klar, kannst du das Rezept haben. Und dann habe ich schon beobachtet, dass Leute dieses Rezept für ihrs ausgeben und dann einfach woanders hingehen und diesen Kuchen nachbacken und dann sich diesen ganzes Anerkennung und Lob einheimsen. Und ja, natürlich ist es schön, wenn was geteilt wird. Und es gibt ja auch viele, die ins Internet ihre Rezepte stellen. Aber ich weiß nicht, da ist immer so ein kleiner Beigeschmack, wo ich dann denke, nutze es, genieße es, aber bitte verkauf es dann nicht als deins und tu so, als ob du das erfunden hast. Und ich weiß, es gibt immer so eine schmale Grenze von, was ist wirklich ursprünglich, wem gehört überhaupt irgendwas. Gerade in der Kunstszene oder im Kreativen oder einfach mit Ideen ist es schwierig, irgendwo da sich durchzuboxen. Aber ich will dir nur sagen, weil der Vibe, der hier ist, ist, du hast Menschen vielleicht entweder schon gehabt oder immer noch im Umfeld, die gerne klauen oder die also Ideen klauen oder die kennt ihr das auch, ihr seid in einem Gespräch mit jemandem und ihr habt demjenigen das erzählt und derjenige ist irgendwie, naja, keine Ahnung, wertet vielleicht das ein bisschen ab, dann kommt jemand in die Gruppe rein oder ihr geht zusammen irgendwo hin und jemand benutzt deine Worte, deine Ideen, das, was du zu einem bestimmten Thema mal gesagt hast und redet dann genau über die Sachen, die du gesagt hast, hat dir aber das Gefühl gegeben, du bist ein Idiot oder das ist langweilig, was du erzählst oder was auch immer und benutzt es dann. Es ist mir in meinem Leben sehr oft passiert. Ich wurde wie abgewertet, wie so ein Trottel dargestellt und dann hat derjenige einfach die Worte benutzt oder die Ideen oder das, was ich gesagt habe. Und das tut einfach weh, weil man vorher wie abgewertet wurde und dann auf einmal glänzt jemand mit dem, was du gesagt hast. Es geht noch nicht mal unbedingt, dass man selber im Mittelpunkt stehen wollte, sondern es geht einfach um diesen Fakt, dass die Sache Schmerz verursacht hat und jetzt nochmal Schmerz verursacht wird. Also erstmal die Ablehnung und jetzt beim zweiten Mal diese Art Betrug. Und deswegen, ich fühle hier, dass du klarer siehst, dass du mehr kreativ bist, aber dass du eben auch aufpassen musst, dass andere das nicht für dich von dir nutzen oder dich vielleicht betrügen wollen oder wie auch immer. Weil immer, wenn man irgendwohin transformiert und sich entwickelt und auf eine bestimmte Art und Weise wird, kommen sehr oft Leute aus den Löchern gekrochen und wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Und das fühle ich hier so ein bisschen. Deswegen sei du selbst, vertrau total, was durch dich durchkommt.
Lebe aus, wer du sein möchtest. Aber pass ein bisschen auf, an wem du festhältst in deinem Leben, wem du alles erzählst und wer dir eigentlich überhaupt nicht wohlgesonnen ist. Weil manchmal erkennt man die Leute nicht gleich. Manchmal ist man auch schon so dran gewohnt oder dran gewöhnt, wie die Leute mit einem umgehen, dass man denkt, dass das normal ist. Also pass da einfach ein bisschen auf. Ja, weil es kann sein, dass du manchmal durch deine Naivität, deine Freundlichkeit, deine Empathie dazu neigst, nicht unbedingt den Bösewicht zu erkennen oder es dem Bösewicht nicht übel zu nehmen, weil du denkst, oh, ich habe Mitleid oder Mitgefühl, es tut mir leid für denjenigen oder der kommt halt nicht auf eigene Ideen. Dann ist es Pech. Wir müssen lernen zu sagen, dann ist es Pech. Dann hat derjenige halt Pech oder dann ist es halt so. Warum musst du denn dich darum kümmern, dass es anderen immer permanent gut geht oder dass andere immer mit dem Popo vorankommen? Klar kann man das mal machen. Aber nicht, wenn es letztendlich auf deine Kosten geht und deine Energie weggeht, deine Ideen weggehen oder vielleicht jemand dich auch einfach nur für Dinge ausnutzt. So, das ist jetzt das, was ich hier in Peil Nummer 2 habe. Also steh zu dir und zeig bitte Haare auf deinen Zähnen, ja? Zeig den Leuten, wo es lang geht. Aber ich habe das Gefühl, da entwickelst du dich hin, weil so kannst du nämlich auch das Geld für dich generieren. Weil oft ist es so, wenn du deine Ideen und deine Arbeit und alles weggibst, können natürlich andere mit den Sachen Geld machen, wo du eigentlich hättest Geld machen können. Und ja, man will nicht in Konkurrenz leben, aber in einer Welt, die momentan so geprägt ist, musst du halt gucken, wo du bleibst. Weil das ist ja das. Da musst du gucken, wo du bleibst. Auf gewisse Art und Weise bist du gezwungen, auch in diesem Konkurrenzmechanismus in irgendeiner Form zu existieren, auch wenn es einem vielleicht schwerfällt. Okay, meine Lieben, das war es jetzt zu Peil Nummer 2. Falls du dich noch zum anderen Peil gezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein persönliches Reading buchen möchtest, findest du das auf meiner Website, verlinkt in der Infobox. Genauso wie ein PayPal-Link, falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest. Ja, schau gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt den Kalzit gewählt und wir gucken mal, wo ihr hin transformiert. Es ist fast so, als ob das alte Ich gehen kann, das neue Ich absolut durchkommt, dass ihr mehr dazu steht, wer ihr wirklich seid, eure Andersartigkeit, vielleicht auch eure Alien-Art. Im Grunde genommen, Alien bedeutet ja eigentlich nur Andersartigkeit oder ausgegrenzt oder eben nicht dazugehörig und das fühlen ja viele von euch. Ja, ihr seid, glaube ich, offener, so zu kommunizieren, wie ihr wirklich kommunizieren wollt. Und ihr vertraut mehr eurer Intuition. Also hier ist absolut auch so ein Durchbruch, habe ich das Gefühl. Und wenn du nämlich deinem Bauchgefühl mehr vertraust, wirst du leistungsfähiger, weil du folgst dem, was dir angegeben wird von oben. Und auf einmal hast du mehr Ideen, du hast mehr Kraft, du hast mehr Leistung, du hast mehr Energie, du hast mehr Inspiration, du fühlst dich getragener vom Leben, du fühlst dich lebendiger. Ja, mehr Verrücktsein, das ist das, wo du hinkommst. Und dieses Verrücktsein ist, du bist eigentlich nicht verrückt. Du bist nur für, sagen wir mal, die Normalos verrückt, die momentan Normalos, weil die können mit uns oder dir nichts anfangen. Aber eigentlich bist du für Menschen wie mich normal. Also das ist es. Es ist, wen man fragt. Ne? Weil verrückt ist es eigentlich nicht. Aber du lebst dich mehr aus und das kann für manche, eben verrückt sein. Und du wirst es dir auch leisten können, mehr diese verrückte Seite auszuleben. Und du sollst keine falschen Kompromisse mehr eingehen, was dein Bauchgefühl angeht. Nicht mehr ein, ja, naja, ich höre mal auf meinen Bauch, aber vielleicht doch lieber auf meinen Verstand und ach, naja, ich weiß nicht. Sondern go all in. Geh in dieses Bauchgefühl, vertraue, dass die Dinge sich entwickeln. Hab keine Angst vor dem, was kommt. Renn nicht irgendwie weg. Denk nicht, du musst irgendwie auf eine gewisse Art und Weise im Leben sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man manchmal dazu neigt zu sagen, ah, vielleicht versuche ich es doch nochmal auf die Art und Weise, aber das darf man nicht machen. Man muss all in gehen, was das Bauchgefühl angeht und nicht irgendwie drumrum drucksen und irgendwie Angst haben. Also die Angst kommt natürlich, aber ich habe das Gefühl, entweder du bist du oder du lässt es. Und ich habe das Gefühl, du entwickelst dich zu der Person, die absolut sie selbst ist, ohne wieder irgendwie schlechtes Gewissen oder sowas zu haben. Und ich glaube, das hört auch auf, dass du der Retter wirst oder bist, weil retten, haben wir ja schon in dem einen oder anderen Peil in unserem Leben hier gehabt, das lohnt sich nicht. Ja, wir retten nur wirklich Wesen wie Tiere, die im Wasser gelandet sind oder was auch immer, die beschützt werden müssen. Aber wir müssen keine Menschen retten, die teilweise in ihrem Sumpf selber drin bleiben wollen und eigentlich nur Mitleid wollen, Aufmerksamkeit wollen.
und nichts dafür tun, dass es ihnen wirklich besser geht. Weil das ist es. Jeder Mensch sollte immer dafür ein bisschen sorgen, dass es ihm besser geht. Und ich meine jetzt nicht, dass er sich heilen muss, ja, weil es gibt ja oft immer so diese Leute, die sagen, oh, wenn jemand Depressionen hat, dann sollte er mal Sport machen oder mehr rausgehen oder was auch immer. Das ist eine Krankheit, ja. Depression ist eine, also zumindest wird es so bezeichnet, im Grunde genommen ist es die Unterdrückung deiner selbst, weil du in dieser Gesellschaft nicht du sein kannst, also wirst du wie depressiv, weil du permanent dich unterdrückst und nicht dich ausleben kannst und das macht dich krank. Und das ist eigentlich etwas, solange du dich nicht ausleben kannst, dich nicht frei fühlst und sicher fühlst, ist das etwas, was du im Leben weiterträgst. Und da kann noch so jemand daherkommen und sagen, oh, das ist zu lösen auf die und die Art und Weise. Und dann musst du nur mal positiv denken, dann bin ich so wie, dann warst du nie dort, wo die Menschen sind, wenn sie dort sind. Dann bist du jemand, der hat vielleicht mal eine schlechte Phase, dem geht es vielleicht mal nicht gut, der ist mal ein bisschen, keine Ahnung, kaputt oder traurig oder findet das Leben doof, aber der hat das nicht erlebt. Weil jemand, der so redet, der war da nie. Wenn Leute immer sagen, oh, ich hatte auch Depression, denke ich immer, oh, ich glaube nicht. Nicht das. Also was auch immer du da hattest, aber nicht das, wenn du so redest. Ja, vielleicht ist es auch das, je mehr du bist. Und deswegen, wir können in gewisser Form uns manchmal selbst heilen. Es ist nicht immer möglich, dass wir uns einfach nur durch Gedankenkraft oder einfach nur positives Denken uns verändern können. Wir können Dinge beeinflussen. Aber ich habe das Gefühl, bei dir ist es auch wichtig, dass du anerkennst, dass du dich, wenn du dich unwohl fühlst und dass du nicht verantwortlich bist für die Welt, nicht verantwortlich bist für andere und dass es hier auch geht, um deine Inkarnation zu leben, um dein Menschsein zu leben und auch deinen Spaß zu haben und deine Aufgaben, die du erfüllen möchtest, auch zu erfüllen. Und vielleicht kann das für manche stürmisch sein, vielleicht kann es für manche hektisch sein, aufwühlend, vielleicht finden sie es unangenehm, aber das ist nicht dein Bier. Was andere empfinden, ist nicht dein Bier. Ja, das ist es auch. Ich glaube, das Leben ist ja manchmal zu schnell und zu viel und vielleicht wird auch die Transformation dafür sorgen, dass es ein bisschen zu schnell und zu viel ist, aber du kriegst das für dich hin, weil du alles in dir trägst, was du für dieses Leben brauchst. Du hast all die Dinge, die wichtig sind in dir und es sind all die Dinge, die auch zum Tragen kommen in Zukunft. Du musst keine Angst haben, dass dir was fehlt. Und vielleicht solltest du aufhören, die Seite an dir zu bekämpfen. Vielleicht ist es etwas, wofür du dich noch schämst. Vielleicht ist es etwas, was du nicht ausleben möchtest, weil du genau weißt, wie das Feedback ist, wie die Welt mit dir umgehen würde, wie die Welt dich handeln würde. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, entweder du bist du und du gehst mit dem ganzen Mist um und die Menschen gewöhnen sich irgendwann dran, weil ein Verstand regt sich immer nur auf eine gewisse Weile auf. Klar, manche können sich jahrelang aufregen, aber selbst irgendwann ist da die Luft raus, irgendwann ist da die Wut raus, irgendwann ist da der Hass raus, weil das ist, die suchen sich dann meistens was Neues, wo sie wieder neu anfangen können, wo sie wieder geladener sind, wo sie wieder aufgewühlter sind. Deswegen, wenn du einfach nur dein Ding durchziehst, einfach nur du bist, haben die meistens keine Chance, irgendwas bei dir zu ändern, weil sie merken, wie stark deine Kraft ist, wie stark dein Licht ist und wie stark deine Liebe zu dem, was du tust und wer du bist, ist. Und da können die meistens nicht gegenhalten. Die können immer nur gegenhalten, wenn sie merken, sie können dich anknacksen oder du schwindest so ein bisschen, dein Licht wird immer dimmer. Da sehen sie meistens eine Chance, aber wenn du einfach du bleibst, egal was sie sagen, egal was sie machen, egal was sie tun, egal wie hart das ist, dass du einfach dir vertraust, dass es richtig ist, dass du bist, wie du bist, dass du bist, wer du bist und dass du tust, was du tust, wenn du einfach immer wieder diesen Glauben aktivierst, dann haben die anderen einfach keine Chance gegen dich. Also es funktioniert einfach nicht. Sie haben immer nur eine Chance, wenn du es innerlich auch zulässt. Ich kenne das aus Erfahrung. Ich habe das auch in meinem Leben immer wieder zugelassen, weil ich dachte, ich muss. Oder es ist meine Verantwortung, dass andere glücklich sind. Es ist meine Verantwortung, dass es anderen gut geht. Ist es nicht. Es ist nicht meine Verantwortung, dass es der Welt gut geht oder dass Menschen glücklich sind oder dass Menschen Dinge verstehen oder dass Menschen heilen. Es ist nicht meine Verantwortung. Ich kann meinen Teil dazu beitragen, aber der Rest liegt bei jedem selbst. Und genauso ist es auch bei dir. Und ich habe das Gefühl, das lernst du gerade oder da bist du gerade am Hinentwickeln und dann wirst du auch frei sein, so zu kommunizieren, das zu sagen, was du möchtest, auf die Art und Weise zu reden oder dich zu zeigen, zu schreiben, zu malen, zu zeichnen, zu was auch immer, wie du willst. Ja. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das zu Peil Nummer 3. Falls du dich zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein persönliches Reading buchen möchtest, findest du das auf meiner Website. Verlinkt in der Infobox und wenn du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder über YouTube oder wie auch immer. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 4. Ihr habt den Domotorit gewählt. Und wir gucken mal, wo ihr hin transformiert. Okay.
Okay, Altes wird auf jeden Fall aufgelöst. Altes aus früheren Leben, aus diesem Leben. Einige Stolpersteine werden einfach verschwinden, gerade was auch das die Liebe angeht, die Liebe dir selbst gegenüber, die Liebe in der Partnerschaft. Vielleicht hast du auch da traumatische Erlebnisse gehabt, wurdest nicht so geliebt, wie du hättest lieben werden müssen oder lieben sollen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, du wirst wahrscheinlich zu jemand, man könnte fast sagen, Wahrheitsbekundendem, wie auch immer das aussieht, also jemand, der seine Wahrheit lebt, der kein Blatt vom Mund nimmt, der sich nicht anpasst, der. Und ich meine jetzt nicht gar nicht anpasst, weil ne, so gewisse gesellschaftliche Normen sind schon wichtig, dass man füreinander da ist und so weiter. Aber du musst es nicht übertreiben und du musst es nicht dann tun, wenn es absolut dir nur schadet. Ich habe auch das Gefühl, dass du auch sehen wirst, welche Abhängigkeiten du im Leben schon ertragen musstest. Abhängigkeiten von Menschen, Abhängigkeiten von Situationen, abhängig davon, wie jemand dich sieht. Du siehst wahrscheinlich auch, wie oft die Menschen vielleicht Dinge versprochen haben, die sie nie gehalten haben. Und daraus entwickelt sich ein Rebell, dass du sagst, ich habe die Nase voll, ich habe keine Lust mehr, Menschen zu vertrauen, die im Grunde genommen mich alle nur anlügen. Oder Menschen, die sagen, dass alles gut wird und dann merkst du, mit denen wird aber gar nichts gut. Oder Menschen, die sagen, ja, nee, es liegt nicht an dir, aber dann merkst du doch, die haben was gegen dich. Also Menschen, die einfach nicht ehrlich sind. Ich habe das Gefühl, das verstehst du und siehst du das erste Mal. Und wirst dafür Lösungen bekommen. Du wirst Lösungen für diese Probleme bekommen, für diese Erkenntnisse. Du wirst aber auch sagen, weißt du was, das ist nicht mehr mein Weg, ich will nicht mehr mit euch zu tun haben oder ich will nicht mehr mit euch diskutieren, ich will mit euch nicht mehr irgendwas. Ich habe das Gefühl, du findest dich selbst. Ja, diese Abhängigkeiten gehen, was auch immer das ist, was dich da irgendwie noch vielleicht beeinflusst, zurückhält, vielleicht beschwert. Die Dinge löst du. Ja, und du wirst ein bisschen motzig, du wirst trotzen, du wirst motzen, du wirst dein Ding machen und das ist gut so. Ja, sehr oft wird ja immer gesagt, nein, und wir müssen ja vernünftig sein und brav und lieb und funktionieren und nur so funktioniert eine Gesellschaft. Und dann frage ich mich immer, warum gibt es dann immer diese Ausreißer? Warum gibt es dann immer diese Menschen, die total querulant sind und mit denen passiert gar nichts und die zerstören dann so viele Sachen? Also kann es ja im Grunde genommen gar nicht so laufen. Sie haben eigentlich gar keine Ahnung, was in dieser Gesellschaft wirklich funktioniert. Das ist nur eine Theorie. Die Gesellschaft, wenn man sie sich anguckt, funktioniert, wie sie funktioniert. Und das alles querbeet. Deswegen passt dich nicht an, hör nicht auf irgendwas, was dir jemand sagt. Vor allen Dingen, wenn es sich schlecht anfühlt, wenn du das Gefühl hast, du musst dich einschränken, weil ich sehe, dass du hier ein Herzensrebell bist. Also jemand, der etwas für sein Herz tut, für die Liebe, für die Freiheit, für das Gemeinsame, aber eben auch für die Wahrheit. Du bist jemand, der will nicht mehr weggucken, der will nicht mehr ignorieren, der will nicht mehr schweigen, der will nicht mehr einfach Dinge hinnehmen. Ja, und du hast auch, ich habe fast das Gefühl, du hast ein Ideal, wonach du leben möchtest. Du möchtest, dass eine Welt auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert und du darfst das auch für dich wollen. Ja, solange du jetzt nicht in irgendeiner Form radikal wirst und irgendwas, ne, tust, was absolut menschenunwürdig ist, ist da auch nichts schlimm dran zu sagen, ich möchte eine Welt, in der zum Beispiel Dinge, Menschen sich unterstützen, wo Tiere nicht missbraucht werden, wo Menschen nicht missbraucht werden, wo die Natur nicht missbraucht wird, wo man im Einklang lebt. Aber das ist eben, da muss man eben auch erstmal zu dieser Wahrheit kommen. Solange man immer noch in einer Lüge lebt oder in einer Vergangenheit, die vielleicht in gewisser Form funktioniert hat, aber irgendwie eigentlich auch nicht, da steckt man fest. Und ich habe das Gefühl, du kommst aus diesem Trott raus, du befreist dich, du brichst auf, du löst dich, weil diese Idealisierung, diese Welt, die du haben möchtest, braucht auch einen Menschen, der danach lebt. Du kannst nicht nur dir eine tolle Welt wünschen, wenn du diese Welt aber gar nicht heute schon anfängst zu leben. Wenn du möchtest, dass Tieren nichts getan wird, dann tut Tieren auch nichts. Wenn du nicht möchtest, dass Menschen was getan wird, dann tun Menschen auch nichts. Und genauso mit der Umwelt. Und ja, wir sind nicht perfekt und wir werden wahrscheinlich auch nie komplett perfekt sein, aber wir können unser Bestes tun. Und ich habe das Gefühl, du bist so jemand, der lebt es dann auch vor, wenn du es nicht schon dein Leben lang vorlebst, aber vielleicht lebst du es offensichtlicher vor, ohne ein schlechtes Gewissen, ohne Schuldgefühle, ohne dass du dich verstecken willst. Weil oft ist es so, wenn man ein Ideal hat, wird man sehr schnell auch mal angefeindet und Menschen sind mutzig und fühlen sich angegriffen und wollen dich irgendwie in die Ecke drängen und sagen, hör auf damit, Ideale zu haben und hör auf damit, eine bessere Welt zu wollen, weil die Welt ist nun mal, wie sie ist, lebt damit. Und ich habe das Gefühl, dass du dich von sowas überhaupt nicht unterbuttern lassen sollst. Ja? Leb dein Ideal
Und das wird auch für andere hilfreich sein. Das wird für dich hilfreich sein, aber das wird auch für andere hilfreich sein. Und genau deswegen bist du auch hergekommen, weil dieser Heiler, die Heilerin in dir, genau das auch machen muss. Wir müssen das machen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir nicht das leben, wofür wir hergekommen sind, dann verpassen wir, was wir für eine Aufgabe haben. Und ja, diese Aufgabe macht manchmal Angst, weil man weiß, man wird anecken. Menschen werden es nicht mögen. Aber es heißt ja nicht, dass Menschen es mögen müssen, damit eine Heilung stattfindet. Und vielleicht ist es das. Ich will nicht sagen, du willst eine Schuld begleichen, aber vielleicht willst du die Schulden anderer begleichen. Es ist zwar eigentlich nicht unser Job, aber ich glaube, viele, die hergekommen sind, haben eine Art Verantwortung, dass sie sagen, weißt du was, ich kümmere mich jetzt mal, die Kinder, die hier inkarniert sind, die kriegen es nicht hin. Ich komme jetzt hier als Erwachsene und regel das Ganze mal. Und du begleichst die Schulden dieser Erdenkinder. Und das ist vielleicht nicht immer bewusst, aber das ist die Energie, die du in dir trägst. Und deswegen ist es auch wichtig, genau die oder der zu sein, der du gerade bist. Oder der du auch wirst. Und ich glaube, du wirst in der Zeit auch sehr viel reflektieren, wahrscheinlich noch über das, ob es gut ist, wie es gut ist. Aber ich glaube, gleichzeitig wird dir irgendwann auch alles egal sein. Dir wird egal sein, ob die Menschen dich mögen oder nicht, ob die Dinge funktionieren oder nicht. Du folgst deinem Herzen. Und dabei wirst du sehr viel Neues lernen. Und ich glaube, auch andere werden Neues lernen. Ich glaube, du bist so jemand, der entwickelt sich und der findet darin sehr viel Freude, sich auszuleben. Und der hört endlich auf, sich zu sabotieren, weil das ist nämlich das. Es fühlt sich so ein bisschen an, du kommst aus den Fesseln, aus den Fängen des Teufels, der sich, also der Teufel in dem Sinne, ne, man sagt immer, der ist angebunden an die Erde, der ist angebunden an das Menschliche, an das Materielle, an das Körperliche, der versucht immer den Geist klein zu halten, der versucht, also klar hat er auch Humor, man muss immer gucken, wie man den Teufel interpretiert, aber in dem Fall sehe ich eher, dass er da sagt, ich schränke dich ein, ich lasse dich nicht leben. Ich erzähle dir alle möglichen Dinge, die vielleicht schiefgehen können. Und ich will, dass du dich anpasst und ich will, dass du normal bist. Und das, da brichst du raus. Du brichst raus, du hörst auf, dich zu sabotieren und die Ideen immer zu verneinen, die da kommen, sondern du lebst dich aus und bist jemand, der eben rebellisch und trotzig ist, aber gleichzeitig reflektiert und der sich auslebt. Und vielleicht finden das Leute schwierig und anstrengend, aber das ist egal, was Leute denken, weil du bist nicht hergekommen für die Leute, du bist hergekommen für den Rest, für die, die auch wissen, worum es geht, für die Erde, für die Pflanzen, für die Tiere. Du bist nicht hergekommen für die, die Kritik üben oder die immer nur motzen, weil das sind meistens die, die in dieser Welt wenig Gutes tun und in dieser Welt wenig Positives bewirken, weil das sind meistens die, die einfach nur meckern. Das sind die, die einfach nur meckern. Das sind immer die, die meckern. Die, die meistens meckern, sind die, die wenig zu geben haben. Die geben der Welt manchmal gar nichts, außer ihre Mutzigkeit. Und deswegen sei du, du hast so viel mehr zu geben als sie und deine rebellische Art ist wichtig und richtig und lass dir auf gar keinen Fall irgendwas anderes einreden. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das zu Pein Nummer 4. Falls du dich noch zu einem anderen Pein gezogen fühlst, schau dir den gerne an. Falls du ein persönliches Reading buchen möchtest, findest du das auf meiner Website, verlinkt in der Infobox. Falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auch auf meiner Website eine Möglichkeit. Ja, schau dir gerne auch Bastelria an, mein Zweitkanal. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.